Nach dem schrecklichen Tod von 4 Menschen im niedersächsischen Schesel sind die Hintergründe noch immer unklar. Ein Bundeswehrsoldat, der sich ja nach der Tat direkt stellte, ist dringend tatverdächtig. Großalarm für die Polizei nach einer Schießerei gegen 3 Uhr nachts in diesem Einfamilienhaus im niedersächsischen Schesel. Und auch in der Nachbargemeinde Botel soll es in einem anderen Einfamilienhaus zu Schüssen gekommen sein. Die anrückende Polizei entdeckt an beiden Tatorten insgesamt 4 Tote, darunter auch ein Kind. Zunächst war zu befürchten, dass es sich möglicherweise um mehrere Täter handeln könnte. Im Zuge der weiteren, der ersten Ermittlung hat sich dann herauskristallisiert, dass es sich wohl um einen Einzeltäter handeln könnte. Dabei soll es sich um einen Bundeswehrsoldaten handeln. Die Opfer, der neue Freund seiner Ex-Partnerin und dessen Mutter, eine Freundin seiner Ex-Partnerin und ihr 3-jähriges Kind. Die Tatorte im Landkreis Rothenburg liegen nur wenige Kilometer voneinander entfernt. Der mutmaßliche Täter war nach den Schüssen geflüchtet, stellte sich aber am Vormittag an der von Düring-Kaserne der Bundeswehr in Rothenburg. Mein Mitgefühl ist bei den Angehörigen der 4 Opfer. Das ist einfach schrecklich, so eine Tat nicht zu erklären, nicht zu rechtfertigen. Die Staatsanwaltschaft führt die Ermittlungen und wir müssen jetzt abwarten, was diese Ermittlungen ergeben. Im Auto des Täters fand die Polizei mehrere Magazine mit Munition, eine Blendgranate und einen Molotow-Cocktail. Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus. Genaueres werden jetzt die Ermittlungen und das Verhör des Tatverdächtigen ergeben.